Willkommen bei der Host Europe Video FAQ. Hier möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie E-Mail-Filtergruppen über das KIS anlegen und löschen können. Loggen Sie sich zuerst mit Ihrer Kundennummer und dem dazugehörigen Passwort in Ihrem KIS ein. Klicken Sie auf Webhosting. Anschließend klicken Sie rechts auf den Button Konfigurieren. Wählen Sie nun den Unterpunkt E-Mail und anschließend E-Mail-Filter verwalten aus. Hier geben Sie zunächst einen aussagekräftigen Namen für eine Regel an. Da wir in unserem Beispiel alle E-Mails von Host Europe filtern möchten, nennen wir diese Regel von Host Europe. Wählen Sie dann Hinzufügen. Nicht mehr benötigte Regeln können Sie hier löschen, wenn sie bei keiner Adresse mehr genutzt werden. Wählen Sie jetzt Verwalten aus, erhalten Sie das folgende Menü. E-Mails von Host Europe möchten wir anhand des Absenders From und des E-Mail-Betreffs Subject filtern. Dazu treffen Sie in der unteren Tabelle bitte die folgende Auswahl. Als erstes wählen Sie im Header-Feld Absender From aus. Im Feld Wert geben Sie den Text an, auf den hin der Absender überprüft werden soll, zum Beispiel @hosteurope.de. Wenn Sie invertiert auswählen, werden alle E-Mails gefiltert, die nicht @hosteurope.de enthalten. In der Spalte Bedienungsformat wählen Sie das am häufigst genutzte Format Notation aus, bei dem der eingegebene Text 1:1 geprüft wird. Sind alle Entscheidungen getroffen, können Sie die Regel hinzufügen. Nun legen Sie die zweite Regel an, bei der das Betreff überprüft wird. Im Header-Feld wählen Sie dazu Betreff Subject aus. Im Feld Wert geben Sie Host Europe ein. Wählen Sie als Bedienungsformat erneut Notation aus. Anschließend klicken Sie auf Hinzufügen. Jetzt haben Sie zwei Regeln angelegt, die Sie anhand der oberen Tabelle Gruppenoptionen miteinander verknüpfen können. Soll die Regel erst bei Erfüllen beider Bedingungen greifen, wählen Sie UND aus. Reicht das Zutreffen von einer Bedingung, dann wählen Sie ODER. Im nächsten Dropdown-Menü wählen Sie, ob die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden soll. Die Gruppenoptionen oder fertigen Regeln können Sie nachträglich über Ändern anpassen. Host Europe wünscht Ihnen viel Erfolg.